Du bist unruhig, gestresst, dir ist alles zu viel, du kommst nicht zur Ruhe. Das ist natürlich gut, du machst mal einen Waldspaziergang, frische Luft und pendelst die Arme so leicht und fasst mal vielleicht eine Eiche an. Aber wir haben was Besseres auch, also was Ergänzendes. Das kannst du im Büro machen, das kannst du zu Hause machen. Das ist nur was für dich selber. Du bist nicht für die anderen da, sondern du behandelst dich selber. Was ganz Einfaches, kurz und knapp. Was du immer machst und was du dir einprägen kannst. Das ist als erstes der Herzpunkt. Den habe ich hier eingezeichnet. So. Der ist genau da, wo dann der Nagel so geht und da ist er. Und dann nimmst du einen Schlüssel oder wir nehmen hier eine Gabel und dann gehst du drauf und massierst. So, 10, 20 Sekunden. Jetzt sind 10, 20 Sekunden über, jetzt gehst du auf den Kreislaufpunkt. Da gehst du so drauf und massierst den. So. Kann man sich schön merken. So und da genau, da bist du im Einsatz. 10, 20 Sekunden. Das darf wehtun. Du tust dir ja selber weh. Und das soll ja auch, also alle Stellen, was mit Akupunktur zu tun hat, Akupressur, da findest du immer leitfähige Punkte. Alles, was leitfähig ist, ist viel sensibler und viel empfindlicher. Und diese Leitfähigkeit, das sind Schaltpunkte. Damit kann man den Organismus regulieren. Alles, was zu viel ist, kannst du sedieren. Und was zu ruhig ist, das kannst du aktivieren. So, das machst du natürlich mit der anderen Seite auch und da auf der anderen Seite. Also, was du jetzt hier gezeigt bekommen hast, machst du auch auf der rechten Seite der Hände. So, und dann ganz einfach, dann nimmst du dein Ohr und massierst mal dein Ohrläppchen so. Ziehst mal so und zirkelst mal so. Ja? Und dann machst du mal so und ziehst du mal richtig selber die Ohren lang. So. Was meinst du, wie gut das tut? Einfach mal machen. Es ist ein super Bereich, um dir selber zu helfen. Dann immer die andere Seite. Man behandelt immer beidseitig. Wenn einer jetzt wieder einen Spruch macht, wenn ich nur ein Ohr habe, ja, dann nimmst du halt nur das eine Ohr. Ja? Und dann so wieder so hier drauf. Und wenn einer erzählt, ja, Finger ist ab, dann machst du es eben nur mit der anderen Seite. Der Körper, der weiß Bescheid und reguliert. Und wenn einer den Arm abgeschnitten hat, genauso, dann geht es nur mit der anderen Seite. Aber bitte sachlich und konstruktiv Fragen stellen. Wir freuen uns natürlich. Wir versuchen zu beantworten. Aber ganz viel könnt ihr erkennen, wenn jetzt Kommentare geschrieben werden, die erklären ja auch. Da sind ja ganz viele, die sind so begeistert dabei und haben ihre Erfahrung schon berichtet und sagen, Mensch, das war toll oder das hilft mir, bin total angetan. Dann sagt der eine, hat mir nichts geholfen. Ja, der hat noch nicht mal das Video zu Ende geschaut, das merken wir ja. Und dann schreiben wir was dazu und dann sagt er dann, ja, hast recht, ich habe das Video nicht zu Ende geschaut, weil da kam ja die Erklärung erst zum Schluss. Also, schön die Videos schauen. Ihr könnt ja ruhig zwei, dreimal euch die anschauen. Ihr könnt auf unseren Kanal gehen. Da kommen ja die einzelnen Hilfsmittel. Ja, ist egal, was es ist. Herzschmerz oder andere Ohrensausen. Ich sage das jetzt mal so lächerlich. Lendenwirbelsäule, die Hexenschüsse, die Ischialgien. Ist egal. Geht auf unseren Kanal. Ihr findet da eure Hilfe. Und wir werden ein Buch schreiben. Wir sind dabei. Und da könnt ihr das Buch genau so super, ein ganz moderner Ratgeber über unser 01-Konzept, SB01-Konzept. 01 ist mein Künstlername. Und das liefern wir bald. Dann könnt ihr das, da könnt ihr danach arbeiten, über Videos und über Print, also über ein Buch arbeiten. Also wir freuen uns schon, und euch das zu übergeben. Also wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns und dann bis zum nächsten Mal. Schluss. Und Schluss und Schluss.